Hallo, liebes Rammstedt-TV-Publikum. Entschuldigung, frohes neues 2017 übrigens noch nachträglich, auch wenn es schon der 11.1. ist. Naja, ich bin hier im Haus des Bürgers in Rammstein-Miesenbach in der Garderobe, wie ihr sehen könnt. Ich wollte eigentlich zum Jahresauftakt als Kracher ein tolles Interview mit Matthias Richling führen. Jetzt habe ich leider gerade die Information bekommen, dass er verspätet ist. Das Wetter hat ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Sowas aber auch, Mensch. Ja, Matthias Richling spielt Matthias Richling, also eigentlich heißt es Richling, spielt Richling. Und er ist in ganz Deutschland unterwegs. Da kann das schon mal vorkommen. Jetzt warten wir einfach noch mal ein bisschen und dann schauen wir mal, ob es doch was wird. Ab, läuft's schon? Es läuft Es schon. läuft. Wir haben Es sogar läuft schon. einen Off-Ton jetzt auch noch. Also gut, Klappe, die erste. Okay. Herr Schröder, ein gewisser Herr Schröder, stimmt das Ja, übrigens? richtig, Ja. genau. Sie sind nicht das erste Mal hier im Haus des Bürgers. Nein, ich bin ja schon, ich habe ja praktisch das Haus nicht mitgegründet, aber ich bin schon sehr oft da gewesen. Obwohl, fragen Sie mich jetzt nicht, was ich von Rammstein halte, weil wenn man abends kommt, so wie jetzt auch, ich war husch, husch, husch auf die Bühne, die Leute klatschen, und man kriegt emotional mit, was die Leute von der Stadt mitbringen, aber von der Stadt selber habe ich nicht viel gesehen. Ich weiß historisch natürlich, es sind furchtbare Katastrophen hier passiert, armer Amerikaner, der furchtbare Flugunfall, das weiß man alles, aber das muss ich mir die Stadt nicht angucken. So, bitte. Das Jahr 2017 hat begonnen. Das Ja. letzte Jahr war sehr interessant, was die Politik betrifft. Brexit, hat keiner damit Ja, gerechnet. doch ich schon. Oh, Ja, ja, sehen Sie, Monate vorher schon. jetzt haben wir doch Ich habe jemanden auch gefunden. Trump vorausgesagt, So. übrigens. Dazu habe ich mir selber eine E-Mail geschrieben, damit ich es auch selber glaube. Vorher. So, sehen Ja, Sie mal. so. So. Ich möchte jetzt nicht die Bundestagswahl voraussagen, bitte weiterkommen. So, das lassen wir mal lieber. Donald Trump. Und nächste Woche Ja. wird er vereidigt. So, was sagen Sie dazu? Was sage ich dazu? Bin ich sprachlos. Ja, muss man wirklich sagen. Was alles möglich ist. Wir dachten eigentlich in den 80er Jahren, nach Kohl ist in Deutschland nichts mehr möglich. Nur es ist nicht in Deutschland, aber Herr Trump ist ja deutscher Herkunft, nicht wahr? Richtig. Seine Großeltern waren deutsch, also er ist ja im Grunde Deutscher, eigentlich ist er Deutscher. Ja. Und was wir also, was bei uns also, was mit deutscher Politik möglich ist, das ist eben noch eine Steigerung. Wir werden sehen, es gibt viele weise Menschen, ein Herr Hawks aus, ein Politologe aus Wien, der ist ganz hoffnungsfroh, dass es ja immer, sagt er, auch eine Pubertät geben muss und die Pubertät ist immer eine Katastrophe und dann kommt die Weisheit danach oder die Reaktion danach. Da können wir drauf warten. Ich glaube, das wird erstmal eine harte Zeit, durch die wir durch müssen. Aber wir sind vielleicht nicht so direkt betroffen wie die Amerikaner selber. Das stimmt. Insofern, es ist sehr spannend, vor allem jetzt auch die Geschichte mit dem russischen Geheimdienst und was da unter Umständen da ist. Also es ist, also wie gesagt, wie ich sage, ich hab ihn ja öfter schon nachgespielt, Richtig, genau. so wie ich sage, er macht America great again und er macht America great again, denn er ist Amerika, Amerika ist seine Firma. Ja. Sie parodieren Politiker, Ja. ob es jetzt für die Politiker gut ist oder nicht. Das muss jeder für sich selbst wissen. Ja, aber es kümmert die meisten Gott sei Dank auch nicht. Ja, Es genau. kümmert sie schon, aber sie sagen nichts dazu. Ja. Sprechen müssen wir da nicht reinsprechen. Ja, ich halte es einfach Ach ganz so, gut, okay, unauffällig, warte. dass Sie ganz einfach Gut. losquatschen können. Herr Richling, ich Ja, will Sie gar wir nicht länger sind aufhalten. richtig. Herr Ist das Richling, ich schwierig? bedanke mich sehr, Ja. dass Sie sich doch die Zeit genommen Bitte haben. gerne. Noch eine kurze Ja. Bemerkung. Sind Sie froh, dass Sie noch ein Wetter haben? Schönen Abend. Okay, vielen Dank, Herr Richling, Sehr. und schönen Abend hier Ja, in wünsche ich Ihnen auch. Rammstein-Miesenbach. Dankeschön. Alles Beim klar. nächsten Mal sind Sie bitte dabei. Ja, meine Damen und Herren, das war Matthias Richling. Richling spielt Richling hier im Haus des Bürgers Rammstein-Miesenbach. In den nächsten Tagen noch das Neujahrsinterview mit Ralf Hechler, dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Und das Neujahrskonzert auch hier im Haus des Bürgers. Also ihr seht, es kommt einiges auf euch zu. Und das Jahr 2017 wird euch auch einiges bescheren, also im medialen Bereich zumindest. In diesem Sinne, macht es gut, bis zum nächsten Mal mit der TV.